Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Bei uns geht's heute rund. Und zwar sind wieder Tiere im Studio. Und bei mir ist der Milo und die Birgit aus dem Tierheim Worms. Hallo. Und der Milo ist klar, der will natürlich lieber springen, wie jetzt da sitzen. Nicht? Der will runter, er hat die Kaninchen gerochen und gesehen. Aber das ist ein ganz lieber. Und wie alt ist der Milo? Der ist 13. Mhm. Milo ist 13 Jahre alt, ist ein Jack Russell, ein reinrassiger. Mhm. Wurde leider wieder zurückgebracht. Mhm. Weil es mit dem Englischen nicht geklappt hat, mit dem kleinen Kind. Ja. Wir suchen daher eine Familie mit Kindern, ruhig mit Kindern, aber so ab 12, 15 Jahren. Weil ich sag schon quirliges Kaninchen. Es ist ein quirliger Kaninchen. Er will jetzt zu den Kaninchen. Ja. So, jetzt nehme ich ihn nochmal hoch, kurz. Darf man mal lecker geben? Kannst du ruhig geben. Guck mal, Milo, das ist doch feiner. Hm? Er hat ein bisschen Speck auf der Rippe. Oh. Ein bisschen arg. Oh. Er müsste ein bisschen ablesen oder so. Wir wissen halt nicht, was vorher jetzt war die ganze Zeit. Er ist jetzt auch nicht so ein Couchhund. Ja. Also der nur auf der Couch sitzt. Ja. Er will laufen. Das merkt man, der ist. Er hat Power. Ja. Aber was definitiv ist, muss ich dazu sagen, wir suchen für ihn einen Einzelplatz. Ja. Er ist der Prinz. Ah, und dann? Er will der Prinz sein. Und er ist ein absoluter verspielter Kerl, wenn er ein Spielzeug hat, lässt er auch keinen anderen ganz gerne tragen. Das mag er nicht. Milo, sei bitte mal ruhig jetzt. Ach, Milo. Das ist normal jetzt. Alla. Komm mal her. Er kann auch. Mama, sitz. Ha? Da verhindert es gemacht. Mama, sitz. Vorhin hat er es gemacht, jetzt ist der Vorführeffekt. Aber das ist halt wie immer der Vorführeffekt. Ja, genau. So er ist sehr fit noch, also er läuft sehr gerne. Schwimmt auch gerne, muss ich dazu sagen. Auch schwimmen, ja? Ja. Die Ausführerin, die eine, geht immer an den See und geht auch schwimmen mit ihm. Ja. So, komm mal her. Ja. So. Er ist ein ganz, ganz lieber. Es ist ein typischer Checkrasse. Wer Checkies hatte, der weiß, auf was er sich einlässt. Genau. Also, er ist wirklich ganz toll. Ja, und man er fährt auch gut sein. Auto und man sollte noch fit sein. Genau, weil er ja selbst auch so obwohl er 13 Jahre alt ist. Also, das ist noch kein Alter für einen Checkrasse. Vielleicht sieht er es doch nicht. So, dann machen wir mal zu, Milo. Und das siehst das du nicht. Das ist noch nicht so ein arges Alter für einen Checkrasse. Wir haben privaten 21-Jährigen gehabt. Also so ist es auch nicht. Und er hat bis zur letzten Minute Feuer unangenehm gehabt. Weil, also das sieht man bei ihm. Das ist schon den gehen wir jetzt mal raus, dass es ein bisschen ruhiger wird hier. So, dann machen wir da wieder auf. So. Wenn ich es dann aufkriege. Und dann? So. Dann gucken wir mal. Schauen wir mal. Aber ich wollte als erstes unsere Mimi holen. Wir haben unsere zwei Mädels dabei. Mhm. Die Ling und die Carina. Die helfen immer sehr aktiv bei uns im Tierheim. Das könnt ihr ja sowieso gut gebrauchen. Ne? Das weil ist ihr die wohl das Mimi. Ja. Die tun wir jetzt mal hier. Ich gehe mal dahin. So, das ist Hallo, Mimi. Aber ich glaube, Mimi, du wolltest das nicht. Hm? Nee, Mimi hat, sagen wir es mal, so ein trauriges Schicksal, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ja. Sie ist bei jemandem, bei einem Tierfreund über die Mauer geschmissen worden. Mit ihrem Freund, also mit dem Partner. Ja. Der Partner war nicht kastriert. Mhm. Die Mimi hatte dann 3 Wochen wahrscheinlich später Babys bekommen. Ja. Der Tierfreund hat ein sehr großes Gelände, er hat es als erstes nicht gemerkt. Und dann hat er gesagt, da hupst ein Hase rum. Mhm. Und die Babys und die Mimi sind als erstes zu uns gekommen, der Papa ist ein paar Tage später zu uns gekommen. Die Mimi hatte leider dann schon wieder aufgeladen gehabt, die hatte dann bei uns so dann nochmal Babys bekommen. Ja, und jetzt sind die Babys alle vermittelt und die Mimi ist jetzt noch da, der Papa ist auch vermittelt. Mhm. Die Mimi ist ein normales Kaninchen, ist circa 2019 geboren. Mhm. Also, das einzige Problem ist, sie hat mordsmäßige Zahnprobleme. Das bedeutet, dass die Zähne quer stehen teilweise bei ihr. Die müssen alle 4 Wochen geschnitten werden. Zurzeit sind wir bei 4 Wochen. Wir schauen, dass wir es ein bisschen länger herauszögern können, aber ich kann es nicht garantieren. Und dann liegt es praktisch dann an dem Kostenfaktor, dass sie noch nicht vermittelt worden ist? Was kosten das eigentlich so Zähne dann?
eigentlich nicht so viel. Man muss nur einen richtigen Tierarzt finden, wo auch die Vorder- und die Hinterzähne schneidet. Einige legen die Tiere in Narkose. Es gibt aber auch Tierärzte, die legen sie nicht in Narkose. Man kriegt es hin. Ja, weil sie hat es auch verdient. Ne, sie ist, also sie ist eine ganz, ganz tolle Häsin für eine Außenhaltung, wunderbar. Aber die Außenhaltung muss absolut abgesichert sein. Wir haben in letzter Zeit sehr viele, da haben wir durch Corona... Nee, das bei uns aber sind sehr viele Raubvögel. Genau. Da wir ja durch Corona jetzt zu hatten die ganze Zeit, aber die Vermittlung ist weitergelaufen, haben wir zu den Leuten gesagt, wir brauchen Bilder von den Gehegen. Ja. Ich muss eins dazu sagen, wir haben sehr viele positive gehabt, aber wir hatten auch Gehege gehabt, da haben ja die Haare zu Berge gestanden. Da war nämlich nichts abgesichert, weder für Raubvögel noch gegen Marder, ging gar nichts. Genau. Und das machen wir nicht. Ja. Weil man dafür das nichts von unten durchschluckt. Mittlerweile, ne? Ja, die Marder. Und mittlerweile sind es halt auch die Raubvögel, die finden halt nicht mehr so viel Futter. Weil bei uns sind wirklich eben im Ort sehr, sehr viel Raubvögel. Die holen sich auch Katzen teilweise. Kaninchen, Meerschweinchen ist die Leibspeise. Das ist Mimi ist unkompliziert, kann zu einem Bub dazugehen. Weil sie ja ist verträglich, ja. Sie ist ja kastriert, ne? Also, nein, oder, sie ist nicht kastriert, aber der Bub muss kastriert sein. Wir geben die Mädels nicht zu unkastrierte Jungs dazu. Ja, weil ein Bub besser kastriert werden kann wie Mädchen. Bei einer Häsin ist es ja aufreibend und ist halt auch eine Kostenfrage. Ich meine, natürlich, wir tun den Leuten ganz gerne nahelegen, dass sie auch die Mädels kastrieren lassen. Allerdings, wir können es nicht. Wir können es definitiv nicht finanzieren. Die Jungs sind bei uns auch alle kastriert. Also, wir haben aktuell noch nicht so viele Kaninchen da, aber aktuell sind sie alle auf der Internetseite. Also wer Interesse hat, auch wenn derjenige nichts finden sollte bei uns, sollte sich doch bitte bei uns melden, am besten per E-Mail. Wir arbeiten mit sehr vielen Tierheimen zusammen, sind auch immer in Kontakt mit den Tierheimen und wissen meistens, wo was sitzen könnte, wo vielleicht auch für die Leute dann geeignet ist. Wo man dann also man findet was. Ja. Definitiv. Und sie ist handsam, sie ist absolut lieb, freundlich. Es können auch Kinder dabei sein, wo sie hinkommt, so ab 6, 7. Aber die Eltern müssen halt komplett hinten dran stehen. Und dabei gucken, ist ja immer wichtig. Das auf jeden Fall. Ja. Wir haben die Babysets vermittelt von ihr. Es war ein Bub dabei und mehrere Mädchen und ein Mädchen und ein Bub gehen jetzt zusammen. Und da kommen die Leute auch immer zum Schauen und zum Streichen. Ja. Und wie sind die Jungs, also der Bub und das, sind die auch all weiß, wie sie jetzt? Nein. Wie die, ne? Grau und der Papa war ganz schwarz gewesen, dann beige-grau und alles so in der Richtung. So, das Gewicht jetzt mal. So, dann gehen wir jetzt an diese beiden. Und zwar Bailey und der Henry. Ja, ich glaube, du hast den Bailey. Oh ja. Und ich nehme mal das Henry raus. Ja. Und die sind nicht so begeistert, dass man sie da einfach eingepfercht hat. Die sind das sind niedlich, sind die. Die haben so tolle Farben. Meerschweinchen-Jungs. Die waren immer zusammen gewesen, wurden abgegeben, weil die Leute, die wurden angeblich bei den Leuten in Verwahrung gegeben von einer Freundin. Und die Freundin hätte sich nicht mehr gemeldet. Und die Frau hat halt keinen Platz mehr. Und deshalb hat sie so zu uns gebracht. Sie waren am Anfang nicht kastriert, wir haben sie gleich kastriert. Weil es kann schon mal sein, dass der eine wegstirbt und dann ist es schlecht, einen ausgewachsenen Bub dazu zu setzen. Es gibt Mottentotschlag, daher eher dann noch ein Weibchen. Die zwei vertragen sich toll. Manchmal gibt es auch ein bisschen Zankereien. Ja, normal. Für die würde ich mir eine Haltung wünschen mit mehreren Mädels. In einer Mädelsgruppe. Kann ruhig eine Vierer- oder eine Fünfer-Mädelsgruppe sein, wo sie wirklich aktiv sind dann auch. Allerdings Wohnungshaltung. Oh. Es gibt ganz tolle offene Wohnungshaltungen, wo die Leute Schränke ausbauen teilweise eine Safari-Landschaft haben. Und also die Zimmer so groß sind wie normale Kinderzimmer. Ja. Ne? Genau. Die sind jetzt 5 Jahre alt, sind schon ein bisschen älter, aber ganz, ganz liebe Mäuse. Ja. Also, und sind jung geblieben. Ne? Das sind jung also jung aus. Genau. Sind absolut handsam, sind total lieb, freundlich. Mehr kann ich nicht mehr sagen. Unkomplizierte Tiere. Also. So, jetzt holen die Mädels mal unsere zwei Großen raus. So. Wir haben zwei Krisegroße dabei. So, warte. So, jetzt seid ihr wieder zusammen. Halt, guck dich. Die Mädels stellen sich am besten. Ja. So, das sind aber große, ne? Zwei spezielle Kaninchen abgegeben bekommen.
Die Frau konnte sie nicht mehr halten wegen Allergie und etc. Mhm. Sind Weißkrannenkaninchen, sage ich gleich dazu. Das ist eine spezielle Sorte. Sie sind groß, sie sind 4 Jahre alt. Entschuldigung, da habe ich jetzt gerade, weil du sagst Weißkrannen. Aber die sind ja gar nicht weiß. Ja, die sind ja schwarz. So heißen sie. Echt? Die sind vom Züchter gekauft worden damals. Ist ein Bub und ein Mädchen, die Leila und der Leo. Und bestimmt auch kastriert. Gehen nur zusammen weg, ja, der Bub ist kastriert, gehen nur zusammen weg. Die sind ein Kopf und ein Hintern, die bleiben auch zusammen. Mhm. Was allerdings ist, also wir suchen entweder eine große, ganz tolle Außenhaltung, weil die sind sehr gesichert, oder eine offene Wohnungshaltung. Mhm. Die sind Wohnung gewöhnt, sind absolut stubenrein, hobbeln überall herum, würden nichts anhaken. Ein Traum von Kaninchen. Und wo gehen die dann hin? Auf so Katzentoilette? Ja, wir haben im Tierheim auch Katzentoiletten drin. Also super. Oh, die sind ja wunderschön. Das auf jeden Fall. Wer kommt da? Ach so. Also wie gesagt, die sind zwei ganz, ganz liebe, unkomplizierte, auch mit Kindern, so ab circa 10 Jahren, würde ich sagen. Ja. Aber sie sind wie Hunde, die einem hinterherlaufen. Ach, so treu. Und was kriegen die an Futter? Ist sowas Spezielles? Nee. Die kriegen ganz normales. Mhm. Ganz normales so. Heu und so und Karotten. Ja, genau. Grünfutter, getrocknete Kräuter kriegen sie. Ja, hier ist es ein bisschen rutschig, ich weiß es, schätze. Wie gesagt, das ist der Bub und das ist das Mädchen. Und sie sind wirklich so ganz lieb. Aber da sieht man mal, wie groß die Tiere sind. Und es sind große Tiere. Die haben aber ganz tolles, weiches Fell. Wie so Angora, sind gell? Sie auch. Ganz sind Angora. Und sie sind absolut ganz liebe Tiere. Sehr hübsch. Was wir auch da haben, nicht nur den Milo haben wir da, wir haben natürlich auch andere Hunde. Wer Interesse hat, der kann aktuell auf unsere Internetseite schauen. Da sind alle drauf zur Zeit. Und Katzen? Katzen haben wir auch. Ja. Und wir haben sogar 3 Wohnungskatzen da. Da sollten sich aber, wenn Leute Interesse haben, sich melden oder eine E-Mail schreiben mit Kontakttelefonnummer. Wir rufen zurück und machen mit den Leuten einen Termin aus. Ja, genau. Und dann gab es doch auch irgendwie ein Vorkommen mit Hunden am Auto. Ja, letzte Woche sind Hunde zu uns gekommen. Die sollten hinten aus dem Kofferraum rausverkauft werden. Und ich will nochmal Dankeschön sagen an die Leute, die das der Polizei gemeldet haben. Das war wirklich... Das war ganz toll. Ja. Und die sind allerdings zu klein noch, sind Welpen und das dauert noch. Mhm. Und wir wissen auch nicht, ob sie gesund sind. Und was für Rasse hat er? Wir können noch gar nichts sagen. Ach, noch so klein sind die, dass man es noch nicht... Die sollten 8 Wochen alt sein angeblich, aber ist mal wieder wahrscheinlich jünger. Also circa 4 bis 6 Wochen wird es... Also, und das ist ja normal, die soll man ja noch gar nicht von der Mutter wegnehmen. Die Mutter soll da erst mit 12 Wochen wegkommen, also von der Mutter wegkommen halt. Aber es ist eigentlich auch wirklich, es dürfte sich auch gar keiner melden auf so Sachen. Wenn keine Nachfrage wäre, wäre es optimal, Das ist leider so. Leider. Wir haben es auch da nicht gedacht, aber es ist wirklich so gekommen. Mhm. Wir hatten ja einen Aufruf auch in Facebook gemacht, dass wir Sachen brauchen, auch... so Desinfektionsmittel und so Sachen. Aber wir haben jetzt genügend bekommen, da will ich auch nochmal Danke sagen. Was uns halt auf der Seele liegt, sind halt die Arztkosten jetzt. Mhm. Jetzt geht es an die Arztkosten ran. Also wir müssen da einiges wieder ausgeben, was aber normal ist in einem Tierheim. Aber vielleicht sagt doch der eine oder andere, komm, ich spende den Leuten mal da ein bisschen was, damit ich da ein bisschen helfen kann. Oder auch Spezialfutter. Ja. Da sind wir auch immer ganz happy, wenn wir von den Leuten Gutscheine bekommen. Von den verschiedenen Läden für Tiere Gutscheine. Und da können unsere Leute dann immer die spezielle Futter holen. Was ihr dann braucht. Weil tut ja momentan auch die Leute wegfallen, wo als wir ins Tierheim so kommen, würden die auch was ins Spendenkästchen werfen. Sehr viele machen es vorne noch. Wir haben ja vorne unser Spendenkästchen und da tun sehr viele reinwerfen. Ja, das ist gut. Oder sie kommen auch bei uns so vorbei. Allerdings, wir haben zwar Öffnungszeiten, allerdings nur für die Leute, die wirklich ein Tier haben wollen, muss man sich aber anmelden. Damit sollte man sich anmelden oder kann auch vorbeikommen, montags, mittwochs und samstags von 14 bis 16 Uhr. Mhm. Aber es wird erstmal ein Vorgespräch geführt. Und wenn wir was da haben,
haben, dann kriegen die Leute die Tiere auch gezeigt. Mhm. Wir haben halt durch Corona jetzt auch gemerkt, dass die Tiere relaxter sind, wenn nicht mal viele Leute da sind, wenn nicht immer die Leute durchs Tierheim laufen. Mhm. Die sind sehr relaxed gewesen, sowohl Kaninchen als auch Katzen oder auch die Hunde. Bei den Hunden hat man es hauptsächlich gesehen. Also aber wie gesagt, wir machen ja auch immer wieder Feste, zurzeit halt auch nicht. Oh, yes. Unser Sommerfest ist leider entfallen, wir konnten es ja nicht machen. Mhm. Und wie es jetzt weitergeht, also wir wollten eventuell noch was machen, aber so wie die Statuten jetzt sind, schätze ich mal an nein. Mhm. Ach, das ist es halt. Hm. Man kann es leider nicht ändern, aber das wird jeder Verein die Probleme haben. Das ist eben halt für alle sehr schwierig. Ja, ne? Sehr, sehr schwierig. Ja. Und wir können uns halt unten im Tierheim keinen Corona-Fall einhandeln. Hm. Wenn ein Mitarbeiter krank ist, dann haben wir ein Problem. Ja, ja. Und deshalb sind wir übervorsichtig. Ja, weil ihr habt ja viele Tiere zu versorgen, ne? Genau. Und zu guter Letzt haben wir jetzt noch süße Mäuschen. Unseren Drago, unsere Dragoline, sagen wir es mal so. Das ist ein Mädchen. Die sind jetzt 1,5 Jahre alt. Wir haben zwei. Wir haben eine weiße, weiß-graue und sie. Die kamen zusammen, haben sich aber nicht mehr vertragen und deshalb werden sie jetzt alleine vermittelt. Sind zwei Mädchen, sind zwei Mädels. Ah, ja, man kann es mit einer neuen Gruppe noch mal probieren, aber wir können es nicht genau sagen, dass das funktioniert und auch garantieren. Mhm. Bei ihr war es jetzt schon so, da ist schon die Hälfte vom Schwanz abgebissen gewesen. Das ist wieder gut verwachsen. Ja. Sie sind absolut handzahm. Man sollte also halt nur eins nicht machen, also in ganz kleines Terrarium. Sie sollten schon in ein großes Terrarium kommen, aber in ganz kleines nicht, definitiv nicht. Wir haben auch, wir stellen uns halt dementsprechend Terrarien vor, große. Die Leute werden beraten und dann können sie umziehen. Und wenn ich sie praktisch jetzt habe, und dann, ich kann sie dann auch rausnehmen, ne? Man kann sie rausnehmen, sie ist absolut handsam, sie gewöhnt sich auch an die Leute. Mhm. Es gibt da einige Tricks, wo man machen kann auch, dass sie dann auch bei den Leuten dann auf der Hand bleibt. Natürlich ist sie auch neugierig. Es kann halt auch mal sein, dass sie dann mal rumhupst irgendwo. Ja, weil dann muss man halt seine Maus suchen. Genau, da muss man halt auch gucken, dass sie sich nicht so verstecken kann. Genau. Weil wir haben ja auch schon festgestellt, vorhin wie neugierig, ne? Richtig, ja, super neugierig, total lieb, freundlich. Ja. Absolut top. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde solche Wüstenrennmäuse vorziehen. Mhm. Die riechen auch nicht. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das ist... Die sind ganz tolle Tiere. Ja, das stimmt. Und wir haben jetzt auch noch eine Schildkröte unten, eine Landschildkröte, ein Bubchen. Der ist gefunden worden, hat sich leider keiner gemeldet. Da suchen wir jetzt auch noch ein Zuhause vor dem Winter. Und was wir halt auch ab und zu haben, sind halt auch Tauben. Ich hätte heute Abend auch einen mitgebracht. Der Heinz, genau, auf den haben wir schon gewartet. Der ist bei uns auf der Internetseite, aber der Heinz ist vermittelt. Ist ja natürlich für den Heinz gut. Der wird morgen wahrscheinlich rausgehen. Und deshalb habe ich ihn jetzt auch nicht mitgenommen. Ja. Und ja, also aber der Heinz ist ein ganz Liebe und das war jetzt eine belatschte Taube. Also wir suchen auch immer wieder Leute, die Volieren haben, halt natürlich abgesicherte und artgerechte Volieren und die auch mal eine Taube aufnehmen. Ja, natürlich. Ist halt nicht jedem seine Sache, aber auch die Tauben sind Lebewesen, sind auch total liebe und goldige. Und haben auch ihre Freunde, ne? Natürlich. Und wertschätzen. Natürlich, auf jeden Fall. Birgit? Ja, das war es eigentlich jetzt schon wieder. Ja, war wieder schön. Mit dir, du hast wieder süße Tiere mit und wir sind natürlich froh und ihr natürlich auch, wenn sie ein schönes Zuhause finden. Das wäre schön, wenn wir wieder einige Leute finden würden, das wäre klasse. Genau. Danke fürs Kommen. Danke ebenso für die Einladung. Liebe Zuschauer, machen Sie es gut. Danke für Ihr Interesse. Wir sehen uns.